Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich sitze gerade in der Gondel, Racing-Wochenende. Es ist Alpine Enduro Series am Kronplatz. Ich habe mich mega spontan angemeldet, mega spontan hierher gekommen. Heute ist Freitag, heute ist Prolog, morgen ist Race Day und übermorgen auch. Wow, ist es laut hier drin in der Gondel. Wir fahren gerade von Stage 3 wieder hoch, haben gestern schon trainiert, sind heute jetzt auch noch mal ein paar Laps gefahren oder fahren gerade noch ein paar Laps. Und genau, macht mega Bock. Die Trails sind, finde ich, mega anspruchsvoll, mega technisch, mega eng alles. Und das auf Race-Tempo zu fahren, ist teilweise echt ein bisschen scary. Mir sind zwei Speichen gerissen, einen im Vorderrad, einen im Hinterrad. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob die Laufräder das Wochenende halten. Genau. Aber ich würde sagen, für euch geht es jetzt ins Rennen. Ihr seht als erstes den Prolog von heute Nachmittag. Hände sind schon relativ tot. Genau, aber ja, ich würde sagen, wir gehen einfach rein in ein paar Clips. Es macht mega Bock hier, das Wetter ist noch ganz okay, heute Nacht hat es ein bisschen geregnet, aber ich hoffe, dass es so bleibt, dass es nicht nasser wird, weil dann wird es echt ein bisschen scary, weil es echt teilweise steil und technisch. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt rein in ein paar Clips. Es geht für euch los mit dem Prolog und wir sehen uns heute Nachmittag. Bis dahin, viel Spaß schon mal mit dem Video, mit dem Race-Video hier vom Wochenende vom Kronplatz und ich würde sagen, let's go. Danke. Ja, Leute, Start 1 vom Prolog. Ich habe gedacht, ich mache mal was Neues in dem Video hier, weil die Stages sonst, denke ich, ein bisschen langweilig für euch wären, weil ich relativ wenig geredet habe beim Rennen einfach, weil ich mich da konzentriert habe. Da waren übrigens gerade zwei Fotografen. Cheers an die, richtig geil. Die haben richtig coole Shots gemacht vom Rennen. Seht ihr auf Instagram unter Jonas Heidel. Könnt ihr euch die Bilder auschecken vom Kronplatz von der Alpine Enduro Series, wo ihr gerade den Prolog seht. Und genau, ich habe gedacht, ich vertone euch das mal ein bisschen nach von zu Hause. Schauen wir das gerade nebenher an, wie ich da runterfahre. Und genau, ihr seht jetzt gerade den Prolog. Der Prolog war am Freitag. Wir sind am Freitag den ganzen Tag Training gefahren. Da bin ich ein bisschen mit dem Ibis Fitlock Team unterwegs gewesen. Richtig cool. Richtig coole Jungs und Mädels am Start da. Hat richtig Spaß gemacht. Und genau, abends war dann der Prolog an der Reihe. Da sind wir ein Stück, ich sag jetzt mal eher so eine gebaute Bikeparkstrecke, wie ihr schon im Video jetzt gerade seht, runtergefahren. Ja, genau. Also da hat relativ Spaß gemacht. So Bikepark-Kurven sind immer nicht so meins, aber war trotzdem ganz witzig. Man ist dann natürlich an dem Tag auch schon relativ kaputt, wenn man den ganzen Tag Training gefahren ist. Und genau, gerade auf so einem Schotterweg wie da muss man sich dann hart konzentrieren. Da habe ich relativ gestruggelt. Genau, aber wir mussten zum Prolog so ungefähr 240 Höhenmeter hochtreten. Der Transponder wurde da am Start eingecheckt und dann muss man hochtreten, 240 Höhenmeter ungefähr. Und dann geht es den Prolog runter. Genau. Der dauert auch gar nicht mehr so lang. Hier ging es über einen Sprung in ein relativ geiles Wurzelfeld rein. Das haben wir uns am Tag vorher schon angeschaut. Und deshalb konnte ich das relativ gut durchfliegen lassen, wie ihr seht. Und hier habe ich richtig hart gestruggelt. Da war so ein Wassergraben auf der rechten Seite und durch das, dass wir es uns am Tag vorher eben anschauen konnten, habe ich in die Kurve oben richtig reingehalten, weil ich die halt kannte und das hat mich dann relativ weit nach rechts rausgedrückt, aber ich habe nochmal Glück gehabt. Ja, genau, da ging es durch so einen flacheren Teil nochmal runter. Ihr seht schon das Schild, 50 Meter bis zum Ziel und da war auch schon das Ziel vom Prolog von Tag 1 vom Freitag. Genau. So, es geht in Tag 2, nämlich dem Samstag, und es geht direkt ins Rennen rein. Ihr habt gerade gesehen, Stage 1 für den Tag 1 am Kronplatz. Genau, relativ technische Stage, wie eigentlich fast alle Stages am Kronplatz. Wie gesagt, wir sind hier am Tag vorher, am Donnerstag und Freitag, alle einmal durchgefahren, haben uns die alle einmal angeguckt, das war auch erlaubt so. Und gerade hier in Stage 1 und auch nachher in der Stage 2 war es relativ slippery.
Also ihr seht, da ist der Boden überall, dieser graue Sand, der ist komplett feucht und die ganzen Wurzeln waren auch feucht. Und deshalb war das relativ sketchy zu fahren, da am Hang entlang immer wieder enge Kurven, gerade die Stelle hier, da habe ich, ja, ihr seht, da habe ich gestruggelt. genau, da heißt es auch einfach durchkommen, runterkommen, stellenweise im Rennen, also da ist einfach auch, ja, das konstante Fahren wichtig und auch irgendwo mal ein bisschen Glück zu haben, sage ich jetzt mal, um durchzukommen gescheit. Genau, aber da habt ihr gesehen, da habe ich relativ gestruggelt, wie gesagt, auch zur Stage, oder habe ich noch nicht gesagt, aber zur Stage 1 mussten wir auch hochtreten, so wie nachher auch zur Stage 2. Ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter das jetzt waren, aber auf jeden Fall nochmal so 10 Minuten weiter wie am Tag vorher zum Prolog. Und genau. Ihr hört auch schon, ich bin relativ am Pumpen. Durch das, dass es relativ sketchy ist, muss man sich übel konzentrieren. Und da war gerade ein richtig sketchy Moment. Da bin ich im Training schon fast über den Lenker geflogen und da jetzt nochmal im Rennen. Aber an so minimale Stellen, da war wohl eine kleine Wurzel, wo man übelst weggerutscht ist, zumindest ich. Aber an die kann man sich einfach, auch wenn man Training gefahren ist, nicht mehr erinnern. So geht es zumindest mir. Außer halt manche Stellen, die wirklich hart sketchy sind oder so. Und da ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn man am Tag vorher mit einer GoPro fährt und sich das dann abends oder so nochmal reinzieht. Aber ich sag's euch ehrlich, wenn man da auf dem Campingplatz oder auf dem Parkplatz steht und campt, hat man da auch wenig Zeit und man muss gucken, dass man sein Rad wieder ready macht, duschen geht, was zu essen kocht und so. Also, und dann ist man auch einfach kaputt vom Tag und möchte auch schlafen gehen. Ja. Aber die Stage 1 war richtig cool, ich habe es richtig gefeiert. Soweit ist es gar nicht mehr jetzt bis ins Ziel. Ihr habt gesehen, enge Kurven, sketchy, da ging es gerade in einen kleinen Zwischenanstieg nach oben. Und ja, ich bin mich hart am Konzentrieren, da waren wieder rutschige Wurzeln und eine kleine Rut. Und hier kommt am nächsten Tag die Stage 6 von links raus. Das seht ihr nochmal, hier ein kleiner Shortcut. Das seht ihr nochmal am Tag 2. Da fahren wir nochmal den gleichen Einstieg wie bei der Stage 1 rein. Und ja, das war die Stage 1 vom Samstag, genau. Ja, jetzt geht's in Stage 2 rein und wundert euch nicht, ich bin hier am Anfang übelst langsam. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie steil diese zwei Kurven waren. Und auch hier, ihr seht's vielleicht an meinem Vorderrad, wie zugeklebt das auch ist. War es ziemlich klebrig, da kamen zwei Absätze in der Kurve. Jetzt sieht man es vielleicht ein bisschen am Boden. Die Kurven waren sau steil, sau eng. Katharina ist da am Tag vorher gestürzt vom Ibis Fitlock Team. Genau, und das wollte ich halt um alles vermeiden, deshalb habe ich da echt die Bremse gedrückt und bin da langsam runtergefahren, weil mein Hauptziel an diesem Wochenende am Kronplatz war einfach, da heile runterzukommen, das Rennen hinzukriegen, weil ich bin eine Woche später, jetzt am letzten Wochenende, am Geißkopf noch zur Trail Trophy gewesen und das Rennen wollte ich auf jeden Fall fahren und da am Kronplatz wirklich kein Risiko eingehen. Auch meine erste Alpine Enduro Series und die muss man definitiv nicht mit einem Sturz beenden, sondern einfach safe runterkommen, finde ich, und da einfach souverän abschneiden. Genau, und ja, ich würde sagen, das habe ich hingekriegt, kann ich euch schon mal sagen, ich bin nicht gestürzt im Rennen und das war mein größtes Ziel, das habe ich erreicht, genau. Die Stage 2, die ihr hier seht, relativ eng auch wieder. Aber richtig geil Loamy in den Wald reingebaut, ihr seht es, alles relativ frisch. Ich bin die Kurven leider alle irgendwie innen angefahren, was ich eigentlich nicht wollte. Ich wollte eigentlich alle außen anfahren, aber ja, im Rennen ist es dann immer wieder, muss man manche Sachen auch einfach so nehmen, wie sie kommen. Ja. Aber und man lernt ja auch aus Fehlern, würde ich auch sagen. Hier ging es jetzt raus auf einen Schotterweg. Es war richtig sketchy, da überhaupt rauszukommen. Deshalb bin ich da auch so langsam. Ihr habt die Wurzeln gerade gesehen. Und jetzt ging es auf einem Wiesenstück. Da hieß es einfach nur treten, treten. Richtig geil. Da habe ich mich auch mal ein bisschen so hinter den Lenker runtergelegt. Seht ihr jetzt über diesen kleinen Weg. Einfach ein bisschen surfen darunter durch ein Matschloch. Und dann ging es einen Anstieg hoch. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Gleich mach meinen Sattel hoch. Da muss man einfach
hochtreten, relativ weit durch Slalom und ihr könnt euch nicht vorstellen, das läuft einfach gar nicht. Ja, da rollt das Rad einfach null in diesem frischen Loam. Ihr seht es da auf dem Waldboden. Genau, aber da muss man einfach durchziehen, hochtreten und oben nicht mit einem Puls von 280 ankommen am besten, weil danach geht es natürlich auch nochmal technisch bergab. Deshalb habe ich da auch ein bisschen, sage ich mal, rausgenommen und bin nicht komplett gesprintet. Genau, aber jetzt kommen wir schon in den flacheren Teil und dann geht es gleich wieder bergab. Genau. Ich habe auch mal, ihr habt es vielleicht bestimmt schon gemerkt, vor allem die Leute, die die Videos regelmäßiger schauen, ein anderes LUT verwendet. Ein anderes Color Grading. Einfach mal ausprobiert. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Oh, da habe ich gestruggelt. Ja, genau. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch das gefällt. Würde mich echt interessieren und auch mit der Qualität habe ich mal ein bisschen rumgespielt. Ich hoffe, das ist jetzt besser wie im letzten Video. Da haben sich ein paar Leute ja nicht beschwert, aber mir einfach ein paar Tipps gegeben. Danke auf jeden Fall an die. Genau, bisher hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert, aber YouTube regelt leider die Qualität relativ arg runter. Und ihr seht, genau, mal zurück zur Stage. Hier ist alles relativ frisch gebaut, alles relativ neu. Ich weiß auch nicht, was da extra für die Alpine Enduro Series nochmal geshaped worden ist. Aber guckt euch diesen Wald an, guckt euch die Trails an. Ich denke, von Spaß kann man da definitiv reden. Also ich kann es euch nur ans Herz legen, probiert sowas mal aus, fahrt so ein Rennen. Ihr kriegt es hin, da fahren bestimmt viele schlechtere Fahrer als euch jetzt schon mit. Da braucht ihr euch echt keine Sorgen machen und ja, man muss nicht gewinnen, sondern man kann da auch einfach mitfahren, damit man die Trails fahren kann. So war oft auch, oder ist auch oft mein Motto, weil schaut es euch an, es ist einfach richtig geil. Also ich feiere es einfach und ja, genau. Ich habe jetzt am Anfang relativ viel geredet. Ich denke, das wird sich von Stage zu Stage mal ein bisschen ausdünnen und ihr könnt auch einfach mal schauen. Da bin ich leider so ein bisschen weggerutscht. Genau, jetzt kam eine richtig geile Stelle, da war auch wieder ein Fotograf, alle mit E-Bikes unterwegs. Durch die Steine durch, richtig geil. Richtig gefeiert die Stelle. Aber wie ihr auch wieder am Schnaufen hört, sau anstrengend das Ganze. Also man braucht da nicht nur Fahrtechnik, sondern auch definitiv ja, Kondition, einfach Ausdauer, ist auch ein großer Teil. Da bin ich komisch weggerutscht, wollte ich eigentlich nicht so fahren, Inside eigentlich fahren, aber okay. Ja, hier kam gerade am nächsten Tag auch die Stage 7 noch drauf, also das Ende sind wir am nächsten Tag auch bei der Stage 7 nochmal gefahren, da seht ihr das nochmal. Genau, das war dann im Prinzip auch gleich schon die Stage 2 und wir sehen uns dann gleich bei der Stage 3. Ja, Stage 3 ging los. Ganz oben, da sind wir mit der Gondel dann hochgefahren, von der Talstation am Kronplatz und schaut es euch an, also ich glaube mit einer geileren Aussicht kann man nicht mountainbiken, einfach in den Bergen, oben ohne Bäume, überhalb von der Baumgrenze. Am Kronplatz, und der Kronplatz hat oben eine relativ, ringsrum eine relativ weite Fläche, wo man eigentlich in alle Täler außenrum runterschauen kann. In Südtirol, genau. Und hier seht ihr, da ging es am Anfang los mit so einem Wanderwegartigen Trail, sag ich jetzt mal, der dann aber in eine totale Bikeparkstrecke genau jetzt übergegangen ist. Und da waren noch ein paar größere Sprünge dabei. Der jetzt nicht unbedingt, habe ich aber nicht wirklich jetzt richtig gesendet. Haben wir auch zwar ein paar Mal trainiert, aber da seht ihr, war ich ein bisschen zu kurz. Genau. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, da habe ich in dem Teil vom Trail die meisten Handschmerzen an dem Wochenende generiert. Also da hat man echt viele Schläge auf die Hände gekriegt und es war echt anstrengend. Da ging es gleich über so eine Brücke, über einen Sprung, ziemlich scary auch. Da einfach voll drauf zu halten im Rennen, voll in die Kurven reinballern.
bisschen gestanden, ja. Aber ja, ging schon klar. Jetzt kam so ein, ich sag jetzt mal so ein Transferstück. Da habe ich auch viel einfach geflowt. Einfach um auch ein bisschen für die, ich sag jetzt mal, relativ lange Stage ein bisschen Kräfte zu schonen. Mich auch ein paar Mal hinter den Lenker gelegt und bin einfach wie vorher auf dem Wiesenstück ein bisschen gesurft. Und dann ging es gleich nochmal ein bisschen in ein technischeres Stück. Und genau, da melde ich mich dann gleich an. Ja, jetzt kam diese Kurve und dann ging es hier rein in das leicht technischere Stück, da wurde es ein bisschen langsamer, kam ein paar Kurven und jetzt kommt gleich so ein bisschen ein offener Bereich, sage ich jetzt mal, mit ein paar Wurzeln, auch nochmal ein paar Kurven und dann kam so ein kleines Wurzelfeld, wo man relativ straight drauf halten konnte. Das hat auch richtig Laune gemacht. Muss man auf jeden Fall sagen, das war richtig cool. Und jetzt komme ich gleich in eine Situation, wo ein bisschen scary war. Das war ein bisschen komisch von dem Streckenposten, der da stand. Da habe ich mich echt ein bisschen gewundert. Ihr seht hier jetzt rechts unten, habt ihr gerade vielleicht ein Auto gesehen. Und da war das Flatterband einfach über dem Weg am Boden gelegen. Und ihr seht, ich fahre direkt auf das Auto zu und da ist kein Flatterband. Und der Streckenposten steht ganz da vorne am Eingang. Also das war ein bisschen komisch, ja. Also da habe ich Glück gehabt, dass das Auto da nicht reingefahren ist irgendwie und ich dann mit dem Auto ins Struggle gekommen wäre. Das war ein bisschen blöd organisiert, sage ich jetzt mal, aber okay. Ich meine, alles kann man nicht machen. Ja, hier sind wir auf der anderen Seite vom Kronplatz runtergefahren, also nicht Richtung dem Hauptparkplatz nach Brunneck runter ins Tal, sondern auf der anderen Seite ging dieser Trail runter. Der war ein bisschen anders abgesteckt, so als ursprünglich, sage ich jetzt mal, vorgesehen. Da ging es immer um so Steilkurven, das war ein bisschen, also so Spitzkehren fand ich immer ein bisschen komisch auf dem Weg raus, nicht so gefeiert. Ja, genau, und dann sind wir auf der anderen Seite mit der Gondel im Prinzip wieder hochgefahren, wieder auf den Kronplatz, zu Stage 4 dann, die ging dann wieder Richtung, Stage 4 und 5 gingen dann wieder Richtung Brunneck runter, genau. Ja, ihr seht hier wieder relativ viel Anliegergeballer, relativ Bikepark-lastig, sage ich jetzt mal, weniger Naturtrail. Sie haben ein Stück eingebaut, das war echt ganz cool. Lowy, das kommt jetzt dann demnächst, glaube ich sogar. Ja, da war es ein bisschen blöd. Da war links das Flatterband zu dem Trail, der hier der dann natürlich weiterging, war wohl bei schnelleren Fahrern am Ende durchgefahren. Das heißt, da haben Leute auf jeden Fall abgekürzt und da holt man ein ganzes Stückchen Zeit raus. Das seht ihr jetzt gleich. Hier links war das Flatterband durchgefahren und hier ging es in das Lowy-Stück und da sind manche Fahrer, habe ich mir sagen lassen, dann wohl den Trail weitergefahren, den offiziellen. Und wenn du hier nicht durch dieses Lowy-Stück technisch musst, sondern da einfach geradeaus ballern kannst, dann verlierst du natürlich, gewinnst du natürlich eine ganze Ecke Zeit. Aber okay, gibt's immer. Ich weiß nicht, kann auch sein, dass einer einfach es nicht gesehen hat und durchgefahren ist und dann das Flatterband ab war. Und der bleibt dann nicht stehen und macht das Flatterband wieder hin und die drauf folgenden Fahrer fahren dann halt einfach durch, ja. So ist es halt. Aber ja. An der Stelle konnte ich schon nicht mehr. Genau, die Stage geht noch ein paar Minuten, aber da war ich schon relativ am Ende. Hier kommt wieder so ein Schotterweg, wo man halt komplett steht, einfach anstrengend, da immer stehen zu bleiben und dann wieder voll anzutreten. Vor allem diese engen Kurven, wo man sich echt konzentrieren muss, dass man da nicht wegrutscht. Aber ja. Genau. Zum Ende der Stage melde ich mich dann nochmal. Geht jetzt noch ein paar Kurven da über die Wiese und dann bis gleich. Ah.
Ja, hier ging es zum Ende der Stage nochmal in ein bisschen den technischen Teil, den haben sie auch frisch abgesteckt. Ihr seht, der Trail geht gleich eigentlich hier links weiter und da ging es rechts in diesen Graben rein, alles voll mit Wurzeln. Da war es auch ein bisschen nass. Da bin ich aber auch relativ gut durchgekommen eigentlich. Tor nicht ganz so schnell, aber okay. Und dann war man auch schon im Ziel von Stage 3. Und jetzt geht es mit dem Lift zu Stage 4 hoch. Genau, es geht direkt in Stage 4 rein. Das mussten wir ein ganzes Stück von diesem Herrensteig runterfahren. Genau, und hier sind wir die rechte Variante gefahren, am Tag 2 dann die linke. Am Anfang kommen hier lauter Anliegerkurven in Stage 4. Das ändert sich unten dann aber massiv und deshalb, das wusste ich und deshalb habe ich oben echt rausgenommen. Ihr seht, ich habe da auch nochmal zum Dämpfer gegriffen und geguckt, ob der offen ist tatsächlich. Aber ich wollte einfach total vorbereitet in dieses untere Stück, das dann richtig technisch und auch, ich fand, ultra slippery und sketchy geworden ist, bin ich reingefahren. Und deshalb habe ich oben einfach ein bisschen gechillt, sage ich jetzt mal, dass ich unten einfach noch Power habe. Genau. Ich habe zwei Leute auf der Stage überholt, das seht ihr nachher, obwohl ich oben mit 3 Minuten 15 Abstand in die Stage reingestartet bin. Und da seht ihr, also nicht, dass die Leute schlecht Fahrrad fahren, sondern also ich finde es mega cool, dass sich auch solche Leute bei so Rennen anmelden. Richtig gut. Respekt an alle, die da mitfahren. Wirklich, also finde ich richtig stark auch manche Frauen, wo dieses Rennen fahren, also echt richtig stark. Da war eine Frau dabei, die war bestimmt an die 60, so vom Sehen, vom Einschätzen her. Und echt krass, also dass solche Leute da mitfahren bei solchen Rennen. Props, richtig geil. Finde ich richtig stark, genau. Ja, hier ging es über so einen Schotterweg wieder in die Stage rein. Da kommt am Tag 2 dann auch, kommt man da von links rein und fährt dieses kleine Teilstück dann auch nochmal. Genau. Das Steinfeld hier ist an Tag 2 auch noch mit drin. Ja, relativ cooles Wurzelfeld, konnte man es relativ geil fliegen lassen, relativ Spaß gemacht auch da an der Stelle, aber hat einem natürlich auch Kraft geraubt. Da geht es jetzt gleich über so eine kleine Brücke auf eine Wiese raus und dann muss man Transfer treten. Hier rüber bis zum nächsten Waldstück. Ja, solche Paddle-Stellen, sage ich jetzt mal, die rauben einem halt auch einfach Kraft und auch die Puste, sage ich jetzt mal. Und wenn dann jetzt am Ende noch der technische Teil kommt, dann ist es natürlich schon hart. Aber auch cool. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ja, falls ihr die Trails, die wir da gefahren sind, nachfahren wollt, die kann man alle nachfahren. Die sind auch offiziell im Bikepark-Betrieb offen. Auch hier sind wir am Tag 2, also am Sonntag, links weitergefahren und wir fahren jetzt hier bei Stage 4 rechts weiter vom Trail. Aber genau, zurück zu dem, ihr könnt die Trails alle fahren, die sind alle offen und ich habe auch auf Strava größtenteils die zwei Tage aufgezeichnet und da könnt ihr auch nachschauen, was wir da für Runden gefahren sind. Da bin ich fast gestorben bei dem Weg. Also da bin ich echt hart weggerutscht. Und jetzt geht's gleich in den technischen Teil rein. Genau, aber wie gesagt, die Touren sind beide auf Strava, beide Tage. Falls ihr da was nachfahren wollt, gerne schaut da vorbei, guckt da rein. Genau, hier geht's jetzt in den schwarzen Trail rein. Okay, komm. Fitness and Fun. Geil, der Christian heißt der Trail, die sind da alle, die Trails alle mit lustigen Namen benannt, also Hans, Franz, das ist jetzt der Christian hier und ihr seht, hier ist es schon relativ sketchy, aber habe ich richtig gefeiert, bin ich mit Motivation reingegangen und ja, genau. Auch hier
geht's bergauf. Also da muss man auch wieder raustreten und ich sketchy über die nassen Steine. Ihr seht teilweise auch, dass es nass ist, ja. Also gerade jetzt hier. Und dadurch werden auch die Reifen nass. Und wenn man dann mit dem nassen Reifen oder mit dem feuchten Reifen auf eine Wurzel kommt, rutscht man trotzdem weg. Obwohl die Wurzel trocken ist. Aber hier seht ihr, da ist es halt einfach ja, relativ slippery. Und natürlich auch dementsprechend technisch. So, hier sind wir schon ein ganzes Stück Stage jetzt gefahren. Also da sind schon bestimmt 5 Minuten rum an Stage. Das heißt, da geht es jetzt halt wirklich auch auf die Kraft und die Konzentration lässt immer mehr nach. Und wenn man dann halt am Ende von dieser Stage in diesen technischen Teil rein muss, sag ich jetzt mal, da entstehen Stürze halt auch schneller als woanders, auf anderen Stages, bei kürzeren Stages. Aber ja, da war es richtig steil an der Stelle, da haben auch viele runtergeschoben, aber ich meine, jedem das seine, das ist ja auch okay, finde ich vernünftig, wenn Leute sagen, okay, da fahre ich nicht runter, das schiebe ich lieber. Genau. Besser, wie wenn sie runterfahren und dann hinfliegen. Richtig cool, er hat mich da echt angefeuert. Das hat richtig gepusht und ich feiere das immer, habe ich das Hinterrad gerade umgesetzt. Ja, ich feiere das immer, wenn Leute mich anfeuern, da war es richtig sketchy an der Stelle. Da seht ihr jetzt die zwei Leute, da habe ich auch zweimal Achtung gerufen, dass sie eben einfach wissen, dass ich da komme. Also, das ist überhaupt nicht böse gemeint, wenn ich da von hinten komme. Ihr hört, ich bedanke mich auch. Da kam ein Gegenanstieg und ich habe ihn nicht geahnt. Oder nicht mehr so in Erinnerung gehabt, da habe ich geflucht. Hier runter und richtig sketchy über den Wurzel. Danke. Da war wieder einer, der mich angefeuert hat. Das pusht mich immer richtig. Schade, dass dann nicht so viele Zuschauer wie beim Downhill-Rennen zum Beispiel sind, aber ja, pusht mich immer, wenn Streckenposten mich anfeuern oder doch ein paar Leute am Trail stehen und was rufen. Das pusht mich immer und dann fahre ich die nächste Sektion einfach besser. Letzte technische Stelle für die Stage hier an der Stelle. Da kamen noch mal ein paar flachere Wurzeln, aber das war jetzt nicht so schlimm. War dann die Stage auch im Endeffekt schon fast zu Ende. Aber wie gesagt, relativ lang, relativ anspruchsvoll und auch kraftraubend. Genau. Ja, Stage 5 an Tag 1, also die letzte Stage für den Samstag. Ich glaube, das ist das Ende vom Herrensteig bis runter ins Tal, den wir da gefahren sind. Ihr seht, es ist wieder relativ Bikepark-lastig, also eine relative Bikepark-Strecke, auch mit ein paar Jumps drin. Habe ich aber gefeiert eigentlich. Hat mir echt Spaß gemacht auf die Stage, da war ich nochmal richtig motiviert davor. Gar nicht gesehen. Genau, aber da ging es auch wieder einen Schotterweg oder scary. Genau, also wie gesagt, ähnlich zum Prolog am Vortag. Mit vielen Anliegern, vielen Kurven, was mir eigentlich nicht so liegt, dieses Anliegerkurvenfahren, wie ich im Prolog schon mal gesagt habe. Aber genau, das mal da dazu. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr dieses mit dem, ja, das neue, ich sag jetzt mal, neues Format oder wie soll ich es nennen, ja, einfach die neue Art und Video mit dem Nachvertonen, gerade im Rennen, wenn ich unterwegs nicht so viel rede, wie ihr das findet, ob ihr das feiert, gefällt euch das, interessiert euch das, wenn ich nebenher so ein bisschen was labere, euch ein bisschen was erkläre. Ich hoffe mir darauf, dass ihr so die Scheißlinie gefahren da. Ja, ich hoffe mir daraus einfach, dass ihr so ein bisschen besseren Einblick von so einem Rennen bekommt. Genau, um da einfach ein bisschen euch das vielleicht selber mal vorstellen könnt, Rennen zu fahren. Und dass die Leute, die das wollen, da einfach ein bisschen besseren Einblick
kriegen. Aber schreibt es einfach mal in die Kommentare. Feiert ihr das? Gefällt euch das? Soll ich das weiterhin so machen? Oder habt ihr da gar keinen Bock drauf? Das könnt ihr gerne sagen. Genau. Wie gesagt, letztes Date für den Tag 1. Ich werde dann auch ein zweites Video für den Tag 2 machen. Ich denke ähnlich wie das Video heute. Aber durch das, dass da zumindest eine Stage drin ist, die wirklich nochmal extrem lang ist, werden das auf jeden Fall zwei Videos. Wir sind jetzt ja schon bei 30 Minuten. Ich denke, ja, wird meine Leute Geduld dann auch zu Ende, sage ich jetzt mal. Da hört ihr, da habe ich richtig Spaß. Genau, deshalb gibt es zwei Videos da draus. Ich denke, das passt für euch auch ganz gut. Dann könnt ihr nochmal gespannt sein auf Tag 2, aufs Ergebnis dann vom Tag 2 am Sonntag. Und gespannt sein aufs nächste Video und euch darauf freuen. Was auch immer das war. Ja, an der Stelle fahren wir jetzt parallel zum Prolog. Da seht ihr links den anderen Trail, den wir am Tag vorher gefahren sind. Da habt ihr wieder gesehen gerade, wir kommen gleich auf dem gleichen Schotterweg raus wie am Prolog am Tag vorher. Da seht ihr den Trail links. Genau, da seht ihr den Schotterweg, wo ich am Tag vorher schon mal gefahren bin. Da kommt man ein Stückchen weiter oben raus. Hier kam der Prolog raus und da geht es jetzt wieder rein in das untere Prologstück. Nochmal durch dieses Wurzelfeld, diesmal nicht mit so viel Struggle wie am Tag vorher. Aber da geht es gleich nochmal über den geilen Sprung in das Wurzelfeld rein, in das richtig coole Wurzelfeld hier. Da haben wir gedacht, dass sie es eigentlich anders abflattern, aber dann ging es doch durchs Wurzelfeld. Nochmal mega Gaudi gemacht. Und ja, das war's von Tag 1, würde ich mal sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Video. Wir sehen uns hoffentlich zu Tag 2, dann zum Sonntag, zum zweiten Race Day nochmal zum Finale vom Kronplatz. Aber bis dahin kann ich schon mal sagen, Tag 1 hat richtig Spaß gemacht. Fand ich richtig cool. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Trails fandet. Ob ihr das Art von Video feiert. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Und ich würde sagen, ich bin im Ziel für Tag 1. Bis zum nächsten Mal. Ciao.